Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden ein Kindheits-Süßigkeiten-Video der 90er Jahre machen. Süßes! Beide Baujahr 91. Das ist Da Vinci. Ihr kennt sie schon aus ein paar anderen Videos. Und grabbel in die Tüte und hol was raus. Sie ist eine ganze Tüte voll. Ja? Wir haben fleißig eingekauft. Ich muss jetzt einfach mal hier hin. Raschel, raschel. Soll ich einfach blind da reingreifen oder soll ich irgendwas rausnehmen, was ich besonders toll fand? Blind. Weil wenn du einfach jetzt hier so tust, so als ob... Oh. Was Essbares notfalls immer. Erfrischungsstäbchen. Die waren lecker. Flüssig gefüllt, bitte. Dann machen sie auch. Apropos, haben wir eigentlich, nein, haben wir nicht. Wir haben noch was vergessen. Was denn? Ich habe eben noch was geholt. Dafür. Oh oh. Den kannst du ruhig vergessen. Nein, der war lustig. Hier. Ich wette, ich habe Orange. Prost. Cheers. Die waren geil. Ich zeig euch die Zunge. Dann guck mal eben, was ist. Noch mehr Tüte. Orange, sage ich doch. Wir waren vorhin in Fendo. Werbung. Zwei Brüder, ja. Ich kann es jetzt so zeigen, weil Sandy wird das sowieso niemals freiwillig. Der prickel Stinkefuß. Ich hasse das Ding. Ich frag mich, wer nimmt freiwillig einen Fuß, um daran zu lecken. Ich habe das schon in anderen Dings gesehen. Ich habe das als Eistüte gesehen letztens bei mir. Das sieht richtig cool aus. Muss ich mal mitbringen. Ich kenne das nur als Fuß. Wir machen einen Adventskalender. Einen Tausch-Adventskalender. Da hole ich dir das Ding rein. In irgendein Tütchen. Okay. Türchen, nicht Tütchen. Möchtest du einen Fuß? Also ich esse den Fuß, aber nicht das Prickelkack. Nein, das Prickelkack. Das ist doch gerade das Geile. Ja, los, gib mir das Prickelkack. Nein, mach das jetzt nicht auf. Du willst das nicht haben, ich will das haben, aber nicht jetzt. Tu das. Seht ihr, das dürfen wir nicht probieren. Das Scheiße ist, der Käse ist, wir haben hier das, sie macht da Schleichwerbung mit. Hallo, hörst du mal da auf? Ich habe mal die Dose aus. Sieht man das? Nein, sieht man nicht. Scheiße ist, wenn ich jetzt, ich hab was. Schade. Koala-Bären. Kennt ihr die noch? Da sind immer Figuren oder sowas früher drin gewesen. Immer eine Überraschung. Sie kriegt immer von Schokolade nicht genug. Gar nicht wahr. Das Beste, ich habe ein größeres Paket dabei. Hier sind nochmal Erfrischungssticks. Die können wir schon mal rausnehmen. Ich will auch Koala-Bären. Also ich habe hier einen Pin drin oder sowas. Ein Pin? Ein Pin. Zeig mal. Den kannst du ja nie. Kannst du auch lassen. Kann ich auch lassen, ja. Also irgendwie, ja. Aber cool, witzig. Machst du jetzt ernsthaft die andere Tüte auch auf? Okay, dann mach nur die Tasse auf. Ich will die Überraschung haben. Ja, da bin ich noch Kind. Also, wer die nicht kennt, die... Jetzt guck mal, wie schön das aufgerissen ist, wie toll das hier vorne aussieht. Ich habe mit Sicherheit... Das natürlich. Sind die. Ich habe die falsche Seite. Dann nimm die Tüte raus. Guckt euch mal an, diese waren von niedlich. Was hast du drin? Hast du auch einen Pin? Und du hast irgendein Kartenspiel oder ein Puzzle oder sowas oder ein Memory-Spiel. Ja. Keine Ahnung, was das sein soll. Früher waren da grundsätzlich immer Figuren drin. Hier, nimm dir einen. Nimm dir eine Nase. So geil. Das gibt's auch mittlerweile mit Weiß. Mit Weiß haben wir ja mit Vanillefüllung oder so. Nicht ganz so. Ehrlich, die haben eine Zeit lang richtig scheiße geschmeckt. Geil. Die schmecken jetzt wieder richtig gut. Du musst jetzt reingrabbeln. Oh. Ahoi Brause. Zum Glück ist nicht das Pulver, sonst müssten wir uns das jetzt so in den Mund kippen. Super. Ich will Zitrone. Und mir auch Zitrone. Nee, gib mir Cola. Cola? Aha. Also mal ganz ehrlich, wer mag Cola-Süßigkeiten? Also ich mag die Traubenzucker-Dinger immer. Ja, das ist Cola.
Waldmeister hasse ich. Da ist noch Himbeer drin. Himbeer, es gibt nichts Schlimmeres als Himbeer. Auch. Doch, Cola. Nein, Himbeer. Himbeer und Waldmeister. Und Cola ist echt ekelhaft. Oh, nicht. In Süßigkeiten meine ich jetzt. Was Beste, ich habe jetzt Schokolade an den Zahn. Jetzt kommt die Brause dazu. Ich nehme mal zu. Ich auch nicht. Ich habe so komisch aufgerissen. Na dann. Was? So ist das hin. Schon fast genauso wie die Energy-Tablette gestern auf der Gamescom. Ich habe meine jetzt gerade ganz runtergeschluckt. Oh, kann man mal machen, ne? Oder beziehungsweise eine Hälfte. Ja. Ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwie Kaugummi oder so erwische. Nein, Leckmuscheln. Leckmuscheln! Mach ich die mal auf. Also. Warte. Ich habe schon 17. Ich auch unten aufreißen. Ich bin ein Blauer. Jedenfalls ist sie hier. Ich bin ein Blauer. Blau, blau, blau. Jetzt. Oh, jetzt bin ich gerade irgendwie mal gekommen. Okay. Du nimmst das, wo man am längsten dran lecken muss. Jetzt so, jetzt schon. Ja, wer dir Kaugummi lieber? Also, wie ihr seht, das sind hier diese Dinger, oder? Ich habe davor mal Trick 17 mitgemacht. Ja, und die dann in den Mund genommen, genau. Ne? Genau. Aber bei mir ist der Bon. Bei mir ist der Bonbon kaputt gegangen. Ja. So trennt man die außerdem raus. Okay. Mhm. Fast alles zumindest. Okay, reicht auch. Was tut denn da jetzt? Ich kann ja schlecht weiter Süßigkeiten verkosten, wenn ich das Ding im Mund habe. Mich? Das Ding. Hm? Nee, okay. Ich habe eine Sache da drin. Da sind voll viele Sachen in einer Tüte drin. Das wird ein Spaß, wenn wir die alle auf einmal verkosten müssen. Yay! Wow, es fritt ein Kau. Früher habe ich die immer nur als Orange gegessen. Ja, früher gab es ja auch nicht viel. Und Kirsche, dann gab es irgendwo noch Cola. Mittlerweile kriegst du ja sogar Lakritz. Und Lakritz davon schmeckt gar nicht mal so scheiße. Echt? Schmeckt ganz gut, ja. Nur sehr süß. Mhm. Meine Hose hat nur. Lakritz muss ich dafür nicht davon kriegen. Einmal. Dankeschön. Also, so sind die auch. Ja, die kennt auch jeder. Was? Wie sieht das denn von innen aus? Ist das ja irgendwie mit irgendeinem Pulver Nein, oder das so? Das ist, warte. Seht ihr, die sind so getupft? Smoothie-Style. Apfel, Johannisbeeren. Die riechen gut. Ich riech gar nichts. Und wie immer hat man Papier an dem Kaubonbon kleben. Nein. Habe ich immer. Dadurch habe ich schon so viel Papier gefressen in meiner Kindheit. Ich habe das nie abgepult. Ess es einfach mit. Ja, sag ich ja. Dadurch habe ich schon in meiner Kindheit so viel Papier gefressen. So. Prost, du Egomane. Nö. So. Der ist lecker, davon kann ich mehr essen. Der ist echt lecker. Mhm. Okay. Mhm. Ich darf wieder. Mhm. Ich komme noch eine halbe Stunde. Ich habe Angst. Was ist das? Esspapier! Und dann noch eine zweite Sorte von. Ja. Wir haben hier einmal Erdbeer. Und einmal Apfel. Apfel. Ich will Apfel. Ich will auch Apfel. Guck mal, die sind vegan. Vegetarisch. Nein, vegan steht drunter. Vegan! Dann lege ich die Erdbeer erstmal zur Seite. Aber ich nehme jetzt beide erstmal Apfel. War das gerade deine Katze? Nee, eigentlich. Eigentlich nein. Nein. Wenn, dann hat sich das angehört, als wäre sie unter die Tür gekommen. Bitteschön. Danke. Toll.
Es spiegelt auch so schön. Jetzt müsste man eigentlich nur so Lebensmittelfarbe Stifte haben. Kannst du auch mal. Am besten so Spickzettel in der Schule und dann ganz schnell verschwinden lassen. Das sind eigentlich Oblaten. Oh. Die man auch in der Kirche zu essen kriegt. In der Kirche. In der Kirche. Ich habe als Kind immer Kirsche statt Kirche gesagt. Ich habe statt Stute Schnute. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber. Okay. Eine Kirsche ist auch was anderes als eine Kirche. Zwei verschiedene Dinge. Das eine steht so doof in der Gegend rum, das andere kannst du essen. Was sieht die da anders? Oh, dein angefressenes Ding will keiner sehen. Ich versuche eine Stadt zu beißen. Wenn das für eine Stadt? Irgendeine im Himalaya oder so. Ja. So, eine Ruine. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich habe Angst mit Verkaufen. Jetzt kommt was Schlüssiges. Trinken! Dreh und Trink. Ah genau, die hießen auch früher so. Die habe ich heute in Fenmore auch gesehen. Weitere Sorten. Das ist Apfel, ne? Apple. Applebaum. Pfannfrei. Ohne Süßungsmittel. Ohne Farbstoffe. Mit Quellwasser. Dafür aber anstatt kein Süßungsmittel, dafür stattdessen ist 8% Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat. Wow. Zucker. Ja, kein Süßungsmittel drin. Nee, nee. 2% Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat. Natürliches Aroma. Ja. Verwärmegeschützte Lager. Blablabla. Dreh. Oh, das kam sich komisch gerade. Ich habe immer so gemacht. Nee. Und doch versucht, alles aus dem Deckel rauszukriegen. Nein, das habe ich nie gemacht. Nicht? Nein, ich fand das nur lustig, wenn das da drin hing. Prost. Geben Sie mir auch mal. Boah. Einfach nur künstlich, aber als Kind hast du die Dinger voll gemocht. Ich sag ja einfach nur künstlich. Und so schnell kann ich gar nicht gucken, ist das Ding leer. Also wäre ich jetzt Kind, ich würde es nicht mehr trinken. Oder ich würde es jetzt noch nicht mal als Erwachsener trinken, ja, trink aus. Gönn dir. Um es jetzt richtig pervers zu machen, ich habe was Großes. Es ist Nippon! Halte ich das überhaupt richtig rum? Ja. Yay. Der kennt sie nicht, die sind gut geil. Schokolade auf den Apfel. Schokoapfel. Also hier wird gerade. Oh, ich habe die Tüte gerade ein bisschen eingerissen. Naja, bleib mir so gewohnt hier. Hast du am nächsten Abend was zu essen? Also ich will nichts sagen, ne? Aber das Zeug ist jetzt alles offen. Oh, ist das so weich? Alfram, echt. Toll. Das ist so geil. Ich hab Schoko an den Fingern. Ja, ich auch. Nur ja, ich auch. Ab 20 Gramm wird es undeutlich. Hm? Das wird flüssig an den Fingern. Hab's da was. Wow. Wo hab ich denn drin gefühlt? Das sieht aus wie Scheiße. Ekelhaft. Ich hab so unter Fingernagel kleben. Wenn wir nicht heute Abend Zuckerschock haben. Ich warte mal. Nee, ich gestern habe einen Energy-Shot, ja. Ufos. Ja, natürlich, damit es so richtig ekelhaft wird. Die mit der Brause drin? Auch vegan. Ich bin blauen. Auch vegan. Mhm. Vater Veganer. Ich habe, oder wir haben bei uns im Rewe, so einen Aufsteller. So, da kannst du am besten, da hängen die ganzen Dinger. Dreh die mal um.
Nein. Die Tüten kannst du nicht besser. Nein, ich will die nicht umdrehen. Ich nehme mir die Schere. Sie meint, sie ist groß, sie nimmt die Schere. Genau. Ich bin nicht mehr in dem Alter, wo man sagen muss, blau. Wo man sagen muss, nehmt euch einen Erwachsenen zu Hilfe. Ich will blau. Die will das, was ganz unten ist. Alter. Dann kommst du auch wohl dran. Davor ist noch grün. Das war blau drunter, das wollte ich nur schon mal so sagen, ne? Was hast du den jetzt? Hier, drehen dir so rum, wie er dir gefällt. Ich habe das vorher mal ganz schlau gemacht. Ich habe den mal hier unten in die Ecke gedrückt. Ich hab den mal nur so aufgebissen. So ein ganz kleines bisschen. Weil das ist ja auch Esspapier. Mit Pause. Ja, so verziehe ich das Gesicht, wenn es sauer ist. Du auch, ja? Komm gut. Kommt mehr. Ja. Und jetzt das. Joanna! Petspender. Hier ist deine. Yoshi! Und hier haben wir noch die Nachfüller. Die kann ich, denke ich, rausnehmen, ne? Ja. Die sind ja welche. Hast du da eine andere Sorte? Warum hast du drei? Weil Yoshi nur eine hat. Ich hab nur eine. Welche möchtest du denn haben? Zitrone. Möchte ich das? Ja, dann kannst du Zitrone haben. Ja, bitte schön. Was haben wir denn in den Nachbildern? Ich nehme Orange. Ich fand aber Kirsch total geil. Ich glaube Kirsche. Kirsch habe ich immer so geliebt, das Orange. Das immer nur Zitrone. Erdbeer und. Ja. Erdbeer und Orange. Also, Glumanda kriegt Orange. Wow, ich liebe diese Packung. Was ich immer früher gerne gemacht habe, ich habe immer den ganz aufgerissen. Nein, trink es alleine. Ich werde noch Massenweltmeister heute Abend. Also Vinci kriegt die Tür nicht auf oder wie heißt die? Tür nicht auf. Oder den Yoshi nicht raus. Hol den Yoshi raus. Also ich habe die früher mal alle so rausgebröckelt und da reingestopft, aber ich mache das jetzt nur mit 4 Stück. Ich glaube nicht, wie das dahinter jetzt aussieht. Müllberg. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Okay Leute, ihr könnt ja jetzt einen Daumen hoch geben, müsst aber nicht. Ich streife durch das Ganze. Ja, ich singe jetzt weiter, solange bis du da fertig bist. Oh Gott, dann beeile ich mich mal. Wie ging das denn? Suche. Die muss man doch einfach so da reinstecken, ne? Ist ja voll die Arbeit. Ja. Natürlich. Wie kriege ich das? Das aufhalten, dann die Dinger da rein? Die Dinger? Wow. Am besten ist, guck mal, mein Glumanda hat aktuell einen langen Hals. Er ist eine Giraffe. ABM. AB was? ABM. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Mit langem Hals. Ja, das hier. Guck mal, jetzt sind die da drin alle umgekippt. Sie kriegt es nicht hin. Nein! So, wie hast du das früher als Kind gemacht? Gar nicht. Was? Hast du nie als Kind so einen Petspender gehabt? Doch. Ich hatte so viele davon. Ich habe ihn so lange gehabt, bis er leer war. Von meiner Mutter habe ich zu meinem 18. Geburtstag, damals, das weiß ich noch, einen Hello Kitty Petspender gekriegt. Den habe ich sogar noch irgendwo. Das hat sie mir als Gag geschenkt. Weil sie damals meinte, ja, hast du ja damals zum 3. oder zum 4. Geburtstag auch so ein Ding gekriegt. Mhm. Anders als Gag geht er doch gar nicht. Fand ich ganz witzig. Ja, guck mal, ich habe dir als Gag ja auch einen Yoshi mitgebracht, weil du Yoshi so cool findest und weil du immer Yoshi spielst und weil du mit Yoshi immer gewinnst, weil Yoshi einfach scheiße ist. Gar nicht. Nein, ich finde Yoshi auch niedlich. Hast du es jetzt? Sie braucht noch 10 Minuten. Ich würde sagen, du haust da einfach mal Zeitraffer drauf. Nein, guck mal hier.
Lumanda zeigt euch jetzt, wie das geht. Da ist er. Und jetzt nimmt er. Guck mal. Dann geht wieder rein. Aber nein. Ich habe es geschafft. Also, ihr könnt dann immer so einen rausziehen. Einen? Ich krieg direkt zwei. Was hast du? Da hast du nicht weit genug runtergeschoben. Du Cheater. Ach so. Jetzt macht's ihn kaputt. Jetzt gibt's nur einen. Stößchen. Pets sind geil, Pets sind eigentlich nur Zucker. Oh, kau die mich doch nicht. Die habe ich früher immer gekaut. Kindheitserinnerung. Das klingt aber eklig. Knochenknacker. Oder Knochenbeißer. Ajo. Boah. Kopfnuss. Ja, natürlich. Du musst, glaube ich, krabbeln. Mhm. Hat man gerade das von meinem Fuß gehört am Boden? Peach. Nein, sie hat Center-Shocks. Du hast sogar gleich die blauen? Ja, geil. Waren das die beiden? Nein, nein, das ist okay. Ich habe drei verschiedene Sorten da drin. Center-Shocks. Wir essen jetzt Kaugummi. Also ich schuck das Ding gleich so runter, damit du schon mal weißt. Ne? Können wir die zum Schluss machen? Ja, weil ich habe meinen schon auf und das klebt. Da ist noch mehr Kaugummi drin. Das sind die Dinger hier. Wow, der klebt ja echt. Ich hab nur dran geleckt. Das Beste ist, es sammelt sich gerade so viel Spucke im Mund, weil das Ding so sauer ist. Sieh mal, das höre ich da keine Ahnung. Bei mir geht's wieder. Ich muss drauf kauen. Ich wutsche gerade. Die Zitrone ist angenehmer. Ja, drin ist süß. Ich weine gerade fast. Davon? Pass auf, Challenge. Nee, nicht jetzt noch mehr Center Shocks in den Mund. Mehr sauer. Sieh. Du hasenfüßiges Muttersöhnchen, das ist eindeutig getrieben. Nein, kein Center Shock. Nee. Es ist auch Kaugummi, deswegen können wir gleich Kaugummi im Mund behalten. Ich habe so eine Kugel Kaugummi im Mund, wenn ich da reingucke. Da ist ach, noch ein Kaugummi. Das waren früher Zigaretten. Heutzutage sind das aha, wie Zuckerstangen eingepacktes Kaugummi in. Ich will auch ein blaues. Ja, toll. Ich habe gedacht, das wäre wie damals die Zigaretten, weil die auch so eine Zigarettenschachtel haben. Ne? Hier bitte heute nie mehr. Ja, scheiße, ey. Damals gab es sowas und wir sind auch alle groß geworden. Heutzutage möchte ich kein Kind mehr so ein Kindheitserinnerung zerstören. Oh Gott! Heia! Das nennt man Korb. Mhm. Aber es schmeckt so richtig pervers. Wie damals dieses Automaten-Kaugummi. Mhm. Zusammen mit dem Center Shock mega. Hast du eigentlich ein Bum-Bum gesagt? Hast du eigentlich an Bonbon gedacht zu holen? Ja. Habe ich ihn dann gefriere. Gleich zum Schluss erstmal Eis. Bonbon. Mhm. Bonbon. Aber ich glaube, ich habe falsche gekauft. Das soll ein falsches Bonbon sein. Die haben keinen Stiel. Und da sind, glaube ich, nur zwei so kleine in einem Paket. Da steht irgendwas drauf mit 4-2. Oder für zwei oder zum Teil. Oder so. Egal. Ist bum bum. Ich habe so ein Kaugummi. Ich will. Kaugummi. Kaugummi kauen sieht schon wieder hier. Aus. Das ist das, was ich meinte. Da sind mehrere Sachen drin. Ich habe mein Kaugummi jetzt in die Wangen geschoben.
Weil das sieht nämlich die ganze Zeit so ekelhaft aus beim Kauen. Komm, wir haben vor wie so ein Wiederkäuer. Hallo? Ich nehme das jetzt raus. Ich auch. Es vermehrt sich. Ja. Was für ein Papier hast du dafür genommen? Bitte? Was für ein Papier hast du dafür? Also ich hatte die jetzt, die weiß ich jetzt aus. Wow! Schmeckt auch einfach noch nach perverses Kinderkaugummi. Warum schneiden wir die nicht direkt immer gleich auf? Hab ich jetzt. Wir müssen die nachher richtig schön aufräumen. Oh, liebes Perlen! Du kriegst ein Armband. Wieso? Das ist ein Armband, das sieht aus wie eine Halskette. So, das ist ein Armband. Ich nehme den hier. Oh, diese Pfeife. Oh, oh Gott. Ah! Die. Die kaut man aber. Ey! Okay. Da sind noch zwei Sachen. Hier ist ein Lolli. Oh, was ist da ekelhaft? Oh, ist das ein Brausepulver? Das ist ein Brausepulver. Oh, wann warst du? Ich will das so haben. Lass es uns so schlecken. Fizzu. Dip and Lick. Ist das vielleicht für ein Lolli? Mach mal auf. Da brauche ich eine Schere für, da steht doch dort. Der Lolli ist schon mal gut. Nein. Da ist so ein Knochen drin. Den kannst du da unten irgendwo reindippen. Ja, in das Pulver. Ich finde, ich will auch mal reindippen. Das Pulver. Das ist ja auch so sauer. Oh, ein bisschen viel, oder? Das ist überhaupt nicht sauer. Echt? Hier an dem Ding hat es sauer geschmeckt. Das ist gar nicht sauer. Was, wenn ich mir überlege, das muss ich nachher noch alles aufessen. Mir wird jetzt schon schlecht. Wir haben nachher noch mehr zum Probieren, was wir heute Abend probieren wollten. Und es ist einfach... mal ein bisschen Müll zusammen. Oh, liebe Perlen. Von das Freundchen, liebe, ist das Liebesperlen? Was sind das hier? Das sind, ja, die Liebesperlen, das sind Liebesperlen. Das macht man für immer früher ganz einfach. Hier dein Anteil, das sind meine. Krieg den Nuckel voll. Mehr nicht. Mir auch noch so ein paar. Das sind hier so. Oh, das sieht so falsch aus. Kugel halt. Prost. Ich muss immer versuchen, alles zu knacken. Ne. Ich habe mir vorher die Zähne. Ne. Boah. Alter, Finne. Das ist nur Zucker. Ich darf es rausnehmen. Es ist noch ein Teil. Ich darf es dir in die Hand geben. Aber nett. Weil hier hatten wir dann noch mehr Muscheln. Bumba, bumba. Noch ein paar Center Shocks. Das sieht fast schon her. Oh Gott, von Kaugummi. Oh, entschuldige. Wieder zu Kaugummi. Dann esse ich in der Zeit, bis sie da der Huba Buba aufgemacht hat hier.
Damit ich das nicht aufkriegst. Muss ich hier erstmal abziehen? Jetzt geht's auf. Das ist 10 Meter Gummi. Um ehrlich zu sein, ich mochte es nie. Nicht? Nein, ich war immer schon ein Mensch, der Kaugummi gehasst hat. Deswegen habe ich auch... deswegen isst du jetzt eins. Deswegen habe ich auch früher hier diese Center Shocks nicht gekaut. Sondern ich habe die immer zwei, dreimal draufgebissen und habe die runtergeschluckt. Kein also, mir wurde als Kind immer gesagt, das verklebt den Magen. Meine Oma sagte immer, runterzuschlucken, meine ich. Meine Oma sagt immer, es gibt Magengeschwüre. Okay. Mhm. Was? Ich habe ein schickes Armband. Der Geschmack ist jetzt nicht so geil. Naja, ich habe jetzt auch irgendwie geiler in Erinnerung. Etwas. Das schmeckt so wie ein altes Kaugummi riecht. Wie ein altes Kaugummi riecht. Ja. Wie riecht ein altes Kaugummi? Ekelhaft. Hätten wir das auch geklärt. Okay. Toll. Ich habe mein Kaugummipapier schon weggetan. Ich meine schon nicht, weil ich intelligent bin. Willst du jetzt noch das Eis holen? Ach du Scheiße. Ich hol das Eis. Winchi geht. Tschüss. Es ist schön, wenn du gehst. Fick dich. Ey, nicht in meinem Video. Nee, da schon mal gar nicht. Nee, sowas nicht sagen. Ich leg hier eine Musik drunter oder so.